gucken, wo er lang fährt. Er fährt hier oben lang. Das heißt, umdrehen. Und nicht über den Highway fetzen, sondern zum Airport. Also Richtung Airport mal fahren. Alter, mit 29 FPS, 27 FPS, ist wirklich ein ganz anderes Gefühl als... Oh, sorry. Durch den Golf durchgedriftet, alles klar. Wirklich ein ganz anderes Gefühl, weil es... Ja, ab 25 ist es zwar... Am 25 FPS ist es zwar für das menschliche Auge flüssig. Wow. Ach, das ist nur ein Wettlauf. Nee, das... Ups. Wettlauf will ich nicht. Wo ist der nächste? Ach, der kommt uns... Ach, der kommt uns entgegengefahren. Ist ja herzallerliebst. Wir müssen dorthin, wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Nicht Handbremse, Nitro. So, dann zeigt mal her. Wo ist er? Da ist direkt da unten. Den schnappen wir uns. Komm, komm, komm. Bremsen, bremsen, bremsen. Ist nicht der gleiche, ne? Nein. Ja. Wow. Hinter uns. Kommt uns entgegen. Super. Wieder so ein Rennwagen-Ding. Schalten. Und wir dürfen die Karren halt auch nicht killen. Scheiße, Dreck. Komm, zieh, Kiste, zieh. Ja, ich bin jetzt in diesem Moment ganz ein bisschen hysterisch. Weil ich die Karre kriegen will, Mann. Du dummer Bob. Nein, immer noch nicht. Ups. Ja, jetzt haben wir ihn halt ein bisschen geschrottet. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir dürfen ihn nicht in eine Wand reindrehen oder in irgendeinen Verkehrsteilnehmer. Hier ist einfach zu wenig Platz für uns beide. Ja, jetzt muss ich ihn eigentlich abschießen, nachdem ich das gesagt habe. Oh, er fährt sogar zum Abgabepunkt. Also die Automatik ist für den Arsch von dem Spiel. Also zumindest mal bei der Karre. Kommt mit dem Auto nicht zurecht. Alter, und der, wie der Typ anzieht, Mann. Ups. Ich hab mal über die Tastatur gewischt. Der Wagen davon hat nämlich Allrad, den werden wir auch noch fahren. Den werden wir fahren. Der fährt sich richtig, richtig geil. Aber hat Allrad und das heißt, der kommt ein bisschen besser vom Fleck. Und kann affengeil bremsen. Alter. Jetzt komm her. Jetzt bleib. Bleib gefälligst mal stehen. So, hier haben wir Platz. Ups, ich müsste ihn nur noch treffen. Dein Ernst? Alter, komm, leck mich. Wir brauchen nochmal was Schnelleres, aber wir haben nichts Schnelleres. Das ist unser schnellstes Auto, was wir momentan gerade haben. Was ist doch eine Verarsche, Alter. Ein kleiner Anditscher und das Auto ist direkt... Wo stehen Sie dieses Mal? Da unten, wir fahren da unten wieder hin. Ich glaube, der will zur Rennstrecke. Das werden wir auch tun. Alter! Wie gesagt, das ist die Engine. Mein Computer, wie ihr jetzt seht, der kann 50 FPS locker ab. Gerade noch so gerettet. Der kann 50 FPS locker bringen. Nur wenn halt die Engine da ein bisschen bockig tut, dann geht's nicht. Wo lang? Ja, ich bieg hier schon ab. Wow. Mein Ziel ist es halt, die Leute hier nicht zu killen. Biegt er ab? Nein.
Sorry. Er kommt uns entgegen. Dufte. Komm. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein oller Verfolgungstyp. Nein! Wo ist der nächste? Da hinten wieder. Es sind nur zwei. Ach, da unten ist noch einer. Der will, glaube ich, zur Rennstrecke. Tun wir es ihm gleich. Wir holen uns den da unten jetzt. So. Das war zu weit. Voll in die Brücke rein. Wo fährt er lang? Ja, der will 100% zur Rennstrecke. Nee, will er doch nicht. Mist. Aber wir holen ihn uns trotzdem. Nein! Dummer Bastard. Da vorne ist er auch schon. Das ist, glaube ich, kein Auto, das wir holen müssen, oder? Nein. Mist. Wo fährt er? Der fährt auf der Autobahn. Und der hat nur eine Ausfahrt. Jetzt müssen wir uns sputen. Ich mach gerade die Karre in den Arsch, ne? Der kommt da oben. Ich stelle mich da vorne hin. So können wir in beide Richtungen mitfahren. Ja, er bleibt auf dem Highway. Ja, will ich. Ist der gleiche Typ wie vorhin. Du kleiner Drecksack. Dummes Automatikgetriebe, Mann. So, jetzt in der Kurve in reinstechen und dann zack den Arsch umdrehen. Ja, wenn es so einfach wäre. Jetzt bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. So, jetzt müssen wir den Wagen nur noch heile zurückbringen. Oder beziehungsweise zu der Autoschiebebande bringen. Und jetzt können wir uns mal einfahren mit dem Ding. Das Ding fährt sich wirklich affengeil. Jetzt fahren wir wieder zurück auf die Autobahn. Jetzt können wir direkt mal schauen. Und er driftet auch gut. Und vor allem, ups, weil es ein Allradler ist, lässt er sich wirklich wieder gut einfangen. Also aus fast jedem Driftwinkel kann man den wieder einfangen. Ich glaube aber, das hier ist von der Höchstgeschwindigkeit der langsamste aller Supersportwagen, nenne ich es jetzt mal. Probieren Sie es hier mal aus, wie viel der aus eigener Kraft schafft. Ja, 300 mit Mühe. Das ist, glaube ich, wirklich der langsamste von allen hochgezüchteten Supersportwagen. Aber er fährt sich halt am geilsten, weil es ist der einzige mit Allrad. Alle anderen Wagen haben Heckantrieb. Aber der hier fährt sich wirklich toll. Nein! Das war knapp. Das war perfekt reingeparkt, Alter. Oder reingedriftet. Map. So. Jetzt sagen wir, fahren dann mal auf die City-Wache und holen uns da mal ein Fahrzeug.
Auch hier machen wir das Funkgerät aus. Stimmt, Funkgerät heißt das Ding. Mann. Schlimm. Nach links und dann wieder links. Das sind direkt zwei Kunden. Lol, das ist ein Geisterfahrer. Wir holen uns den links, weil den rechts, der ist auf der Autobahn, wo wir nicht hinkommen. Der macht einen auf Geisterfahrer, eiskalt. Das wird eng. Du Penner! Kannst dem Typ hinter mir danken. Ja, Mäusen! Das ist genau das gleiche Auto, wie ich habe. Alter, geht's noch? Wieso kann ich den Typen nicht einfach mein Auto bringen? Wieso muss ich das nochmal klauen? Ja, genau. Ich bin einfach durchgefahren. Ja, Kollegen, er fährt an der Citywache vorbei. Wieso helft ihr mir nicht? Ach stimmt, wir klauen die Karre ja. Du Dummer. Ich wollte gerade sagen, wenn man zu dumm ist, um fortwärts zu fahren, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Jetzt bleib verdammt nochmal stehen. Nein, du bleibst diesmal hier. Mann, schlimm. So, dann bringen wir den Wagen nochmal weg. Nein, Mist, Mist, Mist. Ich sollte ihn bringen, nicht killen. So. Ich glaube, ich schalte wirklich um auf manuell Getriebe, weil das Automatikgetriebe geht mir sowas von auf den Sack. Kann man sich fast nicht mit anhören. Wie das den Motor quält. Krankenwagen. Danke für die Lichthupe, Kollege. Sonst hätte ich den, glaube ich, nicht so schnell gesehen. Ja, ist ja gut. Da vorne müssen wir rein. Hier. Und reindrischen. Erfolgreich. Ich würde sagen, wir holen uns noch genau einen Wagen von der Citywache. Und dann soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Da oben wieder sind die Spastis. So, wir fahren jetzt mal hier rein. Ich wollte sagen, wir biegen mal einen, nicht fahren in die Wand rein. Der Typ macht wieder einen auf Geisterfahrer. Ich glaube es nicht. Wir holen uns diesmal den Geisterfahrer, weil, naja, können wir ja nicht zulassen, dass der als Geisterfahrer seine Karriere macht. Oh, da kommt er schon. Ist aber nur so ein Beschattungsfreak. Ach komm, den anderen Typen holen wir uns auch noch. Mach Platz. Ja, komm schon. Das wird passen. Es muss passen. Kommt er wieder hier längs? Nein, Bastard. Auch nur so ein Beschattungsfreak. Wo haben wir denn noch einen? Das sind die weißen Punkte. Das sind gar nichts, okay.
Da unten kommt noch einer über die Autobahn. Der wird hier lang kommen. Also er biegt. Ach nee, das ist die Zugstrecke. Er wird hier einbiegen. Gut. So, da kommt das schon, der Schlawiner. Dann warten wir doch mal hier. Da war noch eine Abkürzung. Verarschen. Der kleine Penner. Links, ja. Schalt, du dummes Ding. Wo ist er hier? Links, er fährt wieder zurück. Er fährt im Kreis. Er ist wieder abgebogen. Da vorne haben wir ihn. Ich glaube, das ist auch kein Auto, was wir brauchen. Doch, ist es. Gib her. Bleib stehen. So, du kommst hier nicht mehr weg. Sag ich doch. So, unser letztes Auto für heute. Ein Porsche. 911er müsste es sein. So. Ist halt nicht ganz originalgetreu. Ich wüsste nicht, dass der Porsche da neben dem Nummernschild nochmal zwei so kleine Dinger hat. Aber hey. Er darf nicht wiedererkannt werden halt. Ja. Mit Nitro erfolgreich gebremst. So, dann fehlen uns nur noch 5, 6 Autos, bis wir halt die Bonusmission haben. Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal von diesem Mal von Let's Play Alarm Cobra 11 Highway Nights. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Swisszocker. Tschö.